Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22. Wir sitzen immer noch wie eben gerade hier in unserem schönen neuen Traktor und ich steig jetzt mal aus. Ich steig jetzt mal aus. Wir füttern jetzt mal unseren Hundi, um auch mal zu erfahren, wie Hundi heißt. Bäh, okay. Ruby. Ruby, komm. Ja. Ruby hat Essen. Wie das bei Hunden so ist, ist man dann ja abgeschrieben. So, jetzt hätten wir hier dann auch noch genug Wiese notfalls, um auch noch ja, Wiese zu mähen, aber ich stelle jetzt hier erstmal alles voll. Wir versuchen. Nein! Nicht das! Nur, oh, ich habe vergessen, G zu drücken. So. Das weg. Ciao. So. Jetzt wieder oben hoch. Eieiei. Wir werden jetzt gucken mal, ob wir unsere Sämaschine mitbekommen. Oder ob der dafür auch der Klient zu schwach ist. Dann ist er definitiv nur zum Futter holen und also zum Tiere versorgen gut. Aber das sollte ja auch kein weiterer schlimmer Schritt sein, denn wir werden ihn so oder so brauchen. Denn ich werde die mittleren Ställe alle nehmen und es mir damit hier auf dem Hof dann schön machen. Natürlich, wenn irgendwann alles läuft, ich sag jetzt, ich werde jetzt nur die mittleren nehmen, dann werde ich 100 Pro auch auf die großen Ställe umswitchen, aber jetzt erstmal so zum Anfang möchte ich halt erstmal die mittleren alle haben. Dann nach und nach. Jetzt nicht alles auf einmal. Brumm, brumm. So, also Plan ist es jetzt einmal den Sack wieder hochzustellen, damit wir den letzten auch erstmal an die Schweinewache verteilen können. Und dann ja, haben wir da halt immer noch einen Strohballen, Entschuldigung, nicht Heu, Stroh. Und ne, wir gucken jetzt erstmal mit der Saatmaschine. Ich wollte gerade sagen, wo ist meine Saatpalette? Da flupst sie auch. Ja, schieb sie doch noch ein bisschen weiter auf. Meine fällt ja nicht mehr auf. Ich bin ja sowieso schon gegen gefahren. Nö. Ernsthaft? Really? Ja, schiebt sie. Ja, okay, damit kann ich jetzt umgehen. Und dann heißt das jetzt einmal hier rum. Rum, rum. Damit kann ich nicht umgehen. Okay. Ich schaffe das. Normalerweise müsste jetzt der Laden kaputt sein. Mein Außenspiegel auch. Meh. Warum habe ich das vorne dran gelassen? Ach ja, ich wollte ja den. Ja, nein. Ja, mal ein bisschen nach hinten schieben. Ja, so. Ja. Bäh. Noch ein bisschen nach hinten. Danke. Nicht schief. Da. Ihr merkt, ich bin wirklich kein Profi da drin. Das wurde mir meistens zum Glück immer abgenommen, weil ich da auch nicht geduldig mit bin. Das ist nicht so meine Stärke, Geduld mit Maschinen. Hauptsache, ich verschiebe sie und wundere mich dann, dass es nicht mehr so geht. Hallo Katze.
Nein! Oh! Ich bin heute echt lenk gedingsbumst. Ja, kannst du mal irgendwo anders? Genau, dreh dich mal wieder komplett. Firma dankt. Ah, mein lieber Johnny. Ich merke jetzt erst gerade, dass hier Parken sind. No, no, öfter mal was Neues. Es tut mir leid, dass das jetzt hier gerade so lange dauert. Mit dieser Maschine. So. Jo. Na, geht doch! Ich wollte gerade schon die Hoffnung aufgeben, dass ich das überhaupt noch hinkriege. Ist das richtig? Alles klar. Okay, also wir haben jetzt erstmal 65%. Saat. Gut, wir fahren jetzt so nach Hause. Nein, ich kann so nicht nach Hause fahren. Doch jetzt. Nein, guck mal, das geht überhaupt nicht. Oh Mann. Der Traktor ist echt zu schwach auf der Brust. Scheiße. Entschuldigung, soll man nicht sagen. Und wisst ihr, damit mühe ich mich jetzt gerade gefühlt 900 Minuten ab, um festzustellen, ja, geht nicht. Danke. Danke, Spiel. Meh. Also. Haha. Spiel ausgetrickst. Ich hab's. Was bist du jetzt so wackelig? Auf der Brust, mein Lieber. Kleiner Traktor. Heute ist aber echt mit Abheben beschäftigt. Ja gut, gestern ist er noch nicht so doll gewackelt bei mir, also es ist doch vor 3 Folgen. 4 Folgen. Ihr wisst, was ich meine. Was ist jetzt los? Waltra wird ohnmächtig wahrscheinlich bald. Also ich habe schon ganz andere Dinge hier im Spiel gebracht. Ich habe mir unter anderem so einen Radlader gekauft. Vorne einen Sack, also einen Futtersack von Pferden an die Gabel gehangen. Und ich habe ihn zum Kippen gebracht. Und einen Traktor, wenn man umkippt, kann man hier im Spiel definitiv wieder aufstellen. Ein Radlader nicht. Hallo? Mein lieber Traktor? So, komm, wir gehen mal wieder in den C-Modus. So. Oh, guck mal, Pickfeed. Ich finde das lustig. Eigentlich haben wir ja Seitenspiegel, aber guck mal, die können wir nicht nutzen. Da sehen wir immer Feld. Immer Boden. Muss man das einstellen? Wackel, wackel. Hund, wehe, du läufst auf die Straße, also, ne? Zweifel ja sowieso schon an dir. Wir wären gerade fast umgekippt. Ja, jetzt sehen wir mal, wie das Futter entladen wird. Richtig, nicht mehr immer von der Seite. Jetzt können wir ja auch gleich mal gucken, wie viel Schweinchenfutter wir dann schon haben.
Natürlich ist es definitiv. Der, ich habe das vergessen, dass 15 Minuten wieder rum sind. Ich hätte das vor der Folge machen sollen. Ach ja, jetzt speichert der hier erstmal. Schweinchen. Stroh ist immerhin. Ja, ja, Produktivität 3, 6 Liter, oh, wie süß. Ja, 3%. Ich glaube, wir können jetzt auch mal an die Schweine gehen und gucken, wie glücklich die sind. Hallo, mein kleines Schweinchen. Anzahl 2, Gesundheit 10%. Okay, hier muss ich anscheinend erst die Prozentzahl irgendwie erst erhöhen. Hier unser Piggy Pig da frisst schon. Ja, Entschuldigung, ich habe dich Piggy Pig genannt. Genannt, tut mir leid. Ich werde jetzt erstmal die Saattechnik da oben lassen. Ich habe zwar gesagt, ich will jetzt erstmal dann den Dings da gucken, ne? Und wir haben hier tatsächlich einen Fluss an der Seite. Nice. So, aufklappen. Nein! F1. Hä? Ach, den brauche ich ja gar nicht. Mö, den kann ich einfach anschalten. So. Das Schöne ist, das können wir alles bei uns in Silo packen. Oder direkt an die Schweine verfüttern. Ich nicht mit dem Hänger. Obwohl, doch, ich werde das mit dem Hänger machen. Ja, jetzt haben wir auch Stroh. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, nur dann haben wir das hier schon mal runter vom Feld. Dann können wir das nächste Mal direkt schon aussehen. Und uns dann anderen Dingen widmen. Obwohl ich wäre mit dem Aussehen, glaube ich, habe ich gesagt, bis September warten, ne? Oder? Ich muss nachher nochmal reingucken, was wir aussehen könnten. Ja, mit dem Kleinen sind wir jetzt hier natürlich eine halbe Ewigkeit unterwegs. Sehr schön, sehr schön. Ja, so deswegen ist alles schön auf dem Feld. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Ich weiß. Das Gute ist, ich kann es nicht kaputt machen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, habe ich gestern schon ein zweites Feld gekauft? Ja, ich springe jetzt hier gerade munter flockig immer hin und her von. Hier, ich wollte das doch noch haben. Wert 81.000. Ach komm. Was soll der Geiz? Wir brauchen Felder und bleibt uns ja nichts anderes übrig. Normalerweise fahre ich nicht nach oben und unten. Ich fahre normalerweise immer so im Kreis. Aber ich werde wenigstens das versuchen, irgendwie richtig zu machen. Und einfach die Bahn von oben nach unten fahren. Haben wir heute. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir schon neue Ballen pressen. Ja, nee. Also ich habe schon gesagt, hier auf diese Felder freue ich mich.
Wir könnten aber fliegen, aber ich habe vorne kein Gewicht. Ist das schlimm? Ich habe noch nie geflucht, aber okay. Wir können das ja dann mal ausprobieren. Mit unserem Flug. Aber erstmal machen wir jetzt das Feld fertig. Ich werde das wahrscheinlich in dieser Folge fertig machen. Das heißt, ich werde jetzt nicht die ganze Zeit quatschen, denn das wird hier wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit dauern. Ich werde dann mich, denke ich, irgendwann stumm schalten und ein Speedbild laufen lassen und das schön mit Musik unterlegen. Wofür ich natürlich keinen Strike kassieren werde. Weil das Musik ist, die ich direkt bei YouTube runterladen kann. Dun, 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 dun. Ich weiß jetzt gar nicht, was auf unserem anderen Feld ist. Es war auch schlau, ne? Einfach ein Feld zu kaufen, ohne zu wissen, was drauf ist. Ja, aber so haben wir jetzt wenigstens schon mal angefangen mit den richtigen Farmarbeiten und holen jetzt nicht da oben andauernd alles runter. Das heißt, ich hole jetzt die Sämaschine dann mit euch wirklich erst, wenn wir sie brauchen. Denn ob das jetzt da steht oder peng, ich bin ja ein Singleplayer, das stört niemanden. Im Multiplayer hätte ich natürlich jetzt zugesehen, dass ich wirklich jetzt ganz schnell alles wegkriege. Aber jetzt haben wir hier halt noch ein bisschen schon was an Farmarbeit gesehen. Dann. Und es ist halt jetzt nicht nur die ganze Zeit, weiß nicht, 20 Folgen Sachen da oben wegholen. Obwohl ich gesagt habe, das mache ich jetzt halt immer schön mit euch. Das wird auch wieder vorkommen. Aber dann ist das auf jeden Fall nicht so in dieser Masse wie jetzt zum Anfang. Zum Anfang ist das echt heftig, weil man muss ja alles kaufen, man muss dann erstmal sich ordnen, was brauche ich jetzt noch. Und dann werden Maschinen langsam nach und nach nochmal kommen. Ich weiß jetzt nicht, auf was ich jetzt erstmal als nächstes gehen werde. Vielleicht Hühner? Wie würdet ihr vorgehen? Ich habe jetzt ja Schweine. Beziehungsweise das nächste, was ich jetzt erstmal brauche, ist wahrscheinlich dieser Wagen dafür. Womit ich Gülle transportieren kann. Sprich, ich kann dann auch Felder düngen. Als Aufgabe. Ja. So. Das ist mein Zeichen. Ja, also schreibt es in die Kommentare. Also, reguläre Folge wäre jetzt natürlich zu Ende, aber wir kriegen ein bisschen Überlänge. Ich werde ab jetzt Musik drunter laufen lassen. Thank you.
Bei den letzten Bahnen werde ich jetzt wieder ein bisschen quatschen. Sind ja noch die letzten anderthalb Bahnen. Ich habe vorhin gesehen, es ist gar kein Weizen, das wir auf dem Feld haben, sondern Hafer. Deswegen war ich auch kurz mal im Menü drin, um nichts Falsches zu sagen. Denn ich habe mich ja schon einmal geirrt. Und ja, wie ihr seht, ist das Feld jetzt wirklich gleich fertig. Das heißt also, wir werden dann wahrscheinlich in der nächsten Folge entweder Stroh einsammeln oder mal diese Zugaufgabe machen. Denn wir müssen Geld reinkriegen, beziehungsweise wir werden als erstes den Hafer verkaufen. Das ist Futter, das brauche ich nicht. Oder Getreide, das brauche ich aktuell nicht. Deswegen, weg. Wir werden auch nochmal das ein oder andere Maschinchen kaufen müssen. Ja. Es hört also am Anfang nicht auf. Mit Sachen anschaffen und, ich hoffe, dass ich dann zum Schluss wenigstens noch ein bisschen Geld über habe. Und, ja. Also ich habe den August jetzt per Normalzeit laufen lassen, weil das mit den 6 Tagen erst ab September gilt. Das heißt also, August ist nur ein Tag und dann ist vorbei. Und ich möchte hier auch ein bisschen was machen jetzt, ne? Gleich zum Anfang nicht nur kaufen und Hof einrichten oder Farm einrichten, sondern halt auch wirklich die Felder, die ich abernten kann, abernten. Aufgaben erledigen und dann halt Zeit vorspulen, damit wir schlafen können und den nächsten Tag beginnen können. Deswegen, ihr braucht euch da keine Sorgen machen, dass wir jetzt wirklich die ganze Zeit Echtzeit spielen. Nein, definitiv nicht. Wenn nichts Gutes an Aufgaben dabei ist, werde ich definitiv auch die Zeit definitiv auf 5 laufen lassen. Damit wir wenigstens am Tag noch ein bisschen unsere Tiere versorgen können. Und, ja, auch unser Feld zu Ende kriegen und am nächsten Tag dann halt hoffen, dass neue Aufgaben sind, beziehungsweise es kommen auch immer wieder neue Aufgaben rein, über den Tag verteilt. Deswegen sage ich ja, wir werden die Flugaufgabe gleich machen, das sind immerhin 3000 Euro und ist ja, denke ich, doch schon recht gut was dazu. So, jetzt letzte Stroh hier abladen. Maschinchen aus. Wir. Maschinchen aus. Wir holen jetzt nochmal unseren Traktor. Packen den Rest da rein und dann heißt es auch in die nächste Folge. So, aber der Anhänger, den wir definitiv schon mal zum Anfang haben, der ist gut. Mit der Maschine war jetzt auch okay. Das ist jetzt halt auch kein riesiges Feld, ne? Also es ist keins dieser Monsterfelder. Ich nehme an, werden das so richtig große Felder, wäre das jetzt halt echt problematisch. Ja, und ich habe immer beim Anfahren meine Probleme. Habt ihr vorhin wahrscheinlich auch schon gesehen, dass ich einmal voll daneben gerauscht bin. Ich habe mir die letzten Male immer einen guten Mähdrescher direkt gekauft. Von John Deere. Und dieses Mal fange ich halt wirklich mit dem Kleinen an. Und es ist wirklich ungewohnt vom Größenverhältnis. Weil das Schneidwerk klein ist, die Füllmenge ist klein und dann hat das auch noch dieses kurze Abladrohr. So, was ist das denn da? Guckt mal. Habt ihr das gerade gesehen? Das war, Bug, würde ich sagen. Ja gut, wir sind jetzt am Folgenende angelangt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!